Die Sache falsch. Ist praktisch ihre Religion oder sowas. Shepard, hier ist Liara. Sie ist die letzte einer aussterbenden Art. Danke, dass du Lieras Funkspruch unterbrochen hast. Naja, jetzt darf ich zu ihr laufen. Hin und wieder sagst du solche Sachen. Was hat das hier für Abbrüchiges gebracht? Warum hat mir das Abbrüchigen-Punkte gebracht? Ich hab doch nur Liara geholfen. Was das Spiel nicht alles als abtrünnig betrachtet. Moralapostel. Ich hab da nur ein paar Systeme gehackt. Tschüss. Manche Probleme kann nicht mal echt mal. Ein Unternehmen von Elfos. Hilft man nur mal ein Crewmitglied und schon kriegt man Abtrünnigerpunkte reingewirkt. Wo bin ich nochmal? Ach ja, ist ja praktisch. So. Shepard, schön Sie wiederzusehen. Danke, dass Sie mir diese Systemdaten verschafft haben. Hier. Viel ist es nicht, aber ich hoffe, es hilft Ihnen bei Ihrer Mission. Erinnern Sie sich an den Shadow Broker? Klar. Mit den von mir besorgten Daten gelingt es mir vielleicht, den Informationsspeicher seiner Agenten zu finden. Naja, für diejenigen, die nicht wissen, wer der Shadow Broker ist, frage ich mal, wer das ist. Ich habe viel um die Ohren. Wer ist der Shadow Broker gleich nochmal? Er ist der mächtigste und gefährlichste Informationsmakler der Galaxie. Niemand weiß, wer er ist. Angesichts seiner Ressourcen gibt es Spekulationen, dass es sich in Wahrheit um eine Gruppe handelt, die unter einem gemeinsamen Namen operiert. Ist er... Wenn er hinter Liara her ist? Naja, ich weiß, dass er nicht hinter Liara ist, aber Shepard weiß das ja nicht. Sind Sie auf der Flucht vor dem Shadow Broker? Ich kann Ihnen helfen. Zutreffender wäre die Aussage, dass der Shadow Broker vor mir auf der Flucht ist. Unsere Wege haben sich kurz nach Ihrem Tod gekreuzt. Seitdem arbeite ich daran, ihn auszuschalten. Mit diesen Daten bin ich dem Ziel einen Schritt näher gekommen. Hallo, ich helfen. Ich kann Boom Boom. Sie können nicht mit mir kommen, weil Sie hinter dem Shadow Broker her sind? Was wäre, wenn ich Ihnen helfe, ihn zu finden? Tut mir leid, Shepard. So funktioniert die Galaxie nicht. Ich muss Spuren finden, Informationen nachgehen. Ich muss arbeiten. Auf der Normandy kann ich das nicht. Ich wünschte, es wäre anders. Wie? Ist das, was ich tue, etwa nicht arbeiten, oder was? Ich habe noch nie erlebt, dass Sie kaltblütig jemanden hinrichten wollen. Nee. Was hat der Shadow Broker Ihnen angetan? Ich habe mit einem Freund einen Job durchgezogen. Die Leute des Shadow Broker haben uns erwischt. Mein Freund konnte nicht entkommen. Ich weiß nicht, ob er tot ist oder noch verhört wird, aber ich muss ihn finden. Ich schulde ihm mein Leben. Ich will, dass der Shadow Broker für das bezahlt, was er getan hat. Und was ist daran, was ich nicht könnte? Naja, egal. Sagen Sie mir, wenn ich sonst noch etwas für Sie tun kann. Danke, Shepard. Das werde ich. Nun, kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Wie läuft's bei Ihnen so? Die Daten, die Sie mir gegeben haben, waren sehr hilfreich. Jetzt habe ich ein Ziel. Der Shadow Broker hat mehrere Kontakte hier auf Ilium. Der mächtigste von Ihnen trägt den Namen Beobachter. Wenn ich den Beobachter aus dem Spiel nehme, bringt mich das dem Shadow Broker näher. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Immer. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Ihre Daten haben mich zu Logs von Agenten des Shadow Brokers geführt. Sie wurden zwar gelöscht, aber vielleicht kann man Teile davon rekonstruieren. Der Shadow Broker ist vorsichtig. Seine Agenten sind nur unter Funktion und Spezies bekannt. Meine Ermittlungen haben ergeben, dass der Beobachter nur einer von 5 Agenten sein kann. Ein Turianer, ein Salarianer, ein Kroganer, ein Batarianer und ein Watcher. Wenn Sie die Liste noch einengen könnten, wüsste ich, wo ich zuschlagen muss. Okay. Ich rekonstruiere die Daten und teile Ihnen die Ergebnisse mit. Danke, Shepard. Wenn Sie was finden, funken Sie mich auf unserer alten Frequenz an. Ich kann nicht riskieren, dabei persönlich in Erscheinung zu treten. Mach doch gleich einen auf Shadow Broker. Wir reden später, Liara. Ich muss Jacob und Miranda mit mir rumschleppen, während sie in ihrem Büro hockt. Stell ich mir aber nicht unter Zusammenarbeit vor. Naja. Na. Nun komm. Ah, da. Datenpunkt 5. Wortschändler will keinen weiteren Kontakt mit dem Salarianer. Der Salarianer macht mehr Ärger, als er wert ist. Der Beobachter empfiehlt ihn zu eliminieren, aber sie hat vielleicht nur eine persönliche Abneigung. Oh, ein Rätsel, das finde ich schön. Der Beobachter empfiehlt... Aha.
Der Beobachter ist also weiblich. Und also schon mal kein Watcher. Oder ein Salarianer. Okay, das reicht aber nicht, um zu bestimmen, wer es ist. Ah, noch was zu machen. Na, wo ist denn hier noch was? Dortens und... Jetzt bräuchte ich noch ein Code-Segment. Aha. So. Der Turianer arbeitet gut mit dem Händler zusammen. Der Beobachter hat den Mordauftrag an ihm zurückgezogen, weil es zu schwierig ist, auf anderem Weg Kontakt mit dem Händler aufzunehmen. Das hilft mir im Moment gar nicht, weil ich schon aus der fünften Nachricht erlesen konnte, dass der Watcher und der Turianer schon mal nicht Dingens, ne? Oh, noch einer. Und los geht's. Lauf nur weg, ihr Schweine. Gebt eure Koloniepläne auf. Das ist widerlich. Die machen Geld mit der Angst der Leute. Händler versuchte, den Batarianer zu töten. Aus Hass auf Sklavenhändler behauptet er, aber wahrscheinlich war es ein Streit um Geld. Weiter beobachten. Es könnte der Batarianer sein. So ist es. Ganze halt. Der Batarianer. Nicht die Batarianerin. Nein, Sie verstehen nicht. Ich habe es in der Nähe des Transportterminals verloren. Okay, der Batarianer ist es also nicht. Ersetzen. Sie sollten es mit meiner Methode versuchen, um mal zu sehen, woher der Wind weht. Ich habe diese Kolonien ja nicht... Irgendwo noch ein Datenpunkt? Ach da. Wenn Sie nichts Besseres haben, muss das wohl reichen. Oh, der aber ist da. Aber sind Sie sicher, dass die neutralen Stimulatoren sowohl meinen Anzug als auch mit der Asari-Physiologie kompatibel sind? Absolut. Ich benutze dieses Modell sogar selbst, Sir. So. Datenpunkt 3. Der Turianer stellt zu viele Fragen. Der Beobachter empfiehlt, ihn auszulöschen und dem Attentäter oder dem Salarianer die Schuld zuzuschieben. Ich glaube, das bringt nur was, wenn ich alle 5 in Kombination habe. Da oben müsste vielleicht mal der letzte sein. Na, hier ist er nicht. Schau an. So. Dann müsste noch nächstes Code-Segment kommen. Das hier. Und dann noch ein Code-Segment. Und zwar das hier. So. Schmuggler und Attentäter waren länger in Zusammenarbeit mit Watcher aus Mangel aus Vertrauen. Schon seltsam, dass die Männer... Hey! Das sind alles Männer! Der Beobachter ist aber weiblich. Das heißt, die Daten können nicht stimmen. Aber woher habe ich die Daten? Ich habe sie von Lyra. Und Lyra hat sie von Nyxeris. Und Nyxeris ist weiblich! Shepard, haben Sie Informationen über den Beobachter herausgefunden? Klar! Nyxeris ist der Beobachter. Alle 5 Verdächtigen sind männlich. Der Beobachter ist aber weiblich. Irgendwas stimmt da nicht. Von wem haben Sie diese Spur? Von meiner Assistentin Nyxeris. Sie hat die Information. Nyxeris. Die Information gegeben. Nyxeris, würden Sie bitte mal kurz reinkommen? Shepard, wir reden später weiter. Schau an. Kehre ich doch gleich mal zurück. Ja, und das hat jetzt Vorbild gebracht, oder was? Ich verstehe das nicht. Na, da werde ich mich gleich mal auf eine Asari-Leiche freuen können. Und es ist garantiert also nicht Lyra. Ist hier was zum Einkaufen? Abgemacht. Oh ja. Tech-Schaden und biotischer Schaden. Ach man, ich kann mir den biotischen Schaden nicht leisten. Mano. Ausgezeichnet. Das macht dann zusammen 116.400. Der Platz ist leer. Shepard, schön, Sie wiederzusehen.
Nixeris hatte einige interessante Daten versteckt. Danke, Shepard. Ohne sie hätte ich sie niemals durchschaut. Tja. Dank ihnen bin ich dem Shadow Broker einen Schritt näher gekommen. Nixeris wurde gut bezahlt. Sie brauchen es dringender als ich. Hatten Sie Ärger mit Nixeris? Sie war sehr talentiert. Wenn sie den Auftrag gehabt hätte, mich zu ermorden, hätte ich das niemals vorhergesehen. Aber ihre Barrieren waren verbesserungswürdig. Zu schade, dass sie jetzt nicht mehr üben kann. Oh. Wie geht Ihre Jagd jetzt weiter? Jetzt sammle ich wieder Informationen, decke Schicht für Schicht Lügen auf und bringe Licht in die Schatten. Und wenn ich den Shadow Broker finde, donnere ich ihm ein biotisches Feld um die Ohren, das so stark ist, dass seine Überreste in eine Kaffeetasse passen. Ah, das gefällt mir. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch irgendwelche Hilfe brauchen. Danke, das werde ich. Nun, kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Nö. Wir reden später, Liara. Ach Gott, wieso war das jetzt schon wieder abdrüngig? Naja, und Liara wird unsere Hilfe noch brauchen, sonst gäbe es wohl das Lair of the Shadow Broker DLC wohl nicht, oder? Ich suche nach den besten Tech-Upgrades, die sie haben. So, geh schon mal eben was saufen. Ich kann sie beraten. Nein, da wartet natürlich Lantea der Kontakt für Miranda. Als ob Shepard saufen würde. Einen Moment. So, es hat doch gerade ein wenig geruckelt. Naja, dann kann ich auch gleich meine Bar rumführen. Das ist die Bar. Und da kann man was zu trinken bestellen. Und da hat Jacob was zu sagen. Die Asari sind doch so hoch entwickelt. Und mehr bringen sie nicht zustande? Geld ist immer noch Macht. Immer die alte Leier. Wir würden dasselbe tun, wenn wir könnten. Tja. Was haben wir denn hier? Eine Konsole, die gleich freigeschaltet wird. Leras Vater. Willkommen im Eternity. Ich bin Athita, Asari-Matriarchin und Barfrau. Was darf's denn sein? Ein Drink. Ich möchte etwas trinken. Natürlich. Ich schalte im Trinkkiosk einen Zapfhahn frei. Schießen Sie sich ruhig ab. Wenn Sie wollen, können Sie das auch wörtlich nehmen. Aber trinken Sie nichts, was für Turianer oder Quarianer gedacht ist. Es wäre gar nicht gut für Ihr Innenleben. Vor 6 oder 7 Jahrhunderten hat mal ein Kroganer für eine Wette einen verflüssigten Turianer getrunken. Das war für keinen der Beteiligten eine schöne Erfahrung. Ja. Wie alt sind Sie eigentlich genau? Genau? Keine Ahnung. Welches Jahr haben wir überhaupt? Ich bin aber wirklich Matriarchin, falls es Ihnen darum gehen sollte. Die meisten Matriarchinnen kehren auf unsere Heimat Veltesia zurück, damit jeder ihre weisen Ergüsse hören kann. Ich serviere Drinks. Mein Vater war ein Kroganer, der in den Rachni-Kriegen gekämpft hat. Und meine Mutter war bei den kroganischen Rebellionen dabei. Ich habe so ziemlich alles gesehen. Ja. Danke, dass Sie mir davon erzählt haben. In Ordnung. Aber essen Sie nicht die Nüsse in den roten Schalen. Die sind für Turianer und Quarianer. Sie bekämen davon Krämpfe. Tja, jetzt könnte ich noch einen kleinen Easter Egg zeigen. Willkommen zurück, Schätzchen. Was darf sein? Oh, tut mir leid, kein Sex. Hab grad die Bar sauber gemacht. Das Gesicht. Ihr müsst euch mal das Gesicht von ihr angucken. Und gleich natürlich, was Spezielles getrunken habt, nochmal. Ich sehe mich nur um. Ganz nach Belieben, wie immer. So, geheimnisvoller Drink. Mal eben in die Bar spazieren. Back. Und jetzt guckt euch die Asari nochmal an. Willkommen zurück, Schätzchen. Was darf sein? Oh, tut mir leid, kein Sex. Hab grad die Bar sauber gemacht. Was stellt der Drink mit einem an, wenn man sowas sieht? Ich sehe mich nur um. Ganz nach Belieben, wie immer. Naja, das war auch Leras Vater. Dann kann ich ja zur nächsten Mission aufbrechen. Und zwar, indem ich mit Lantea rede. Miss Larsen, es freut mich, dass Sie es geschafft haben. Es gab Komplikationen. Was ist passiert? Ist mit Oriana alles in Ordnung? Es geht ihr gut, aber Sie haben einen Mann namens Niket als vertrauenswürdige Quelle angegeben. Er hat mich kontaktiert und davor gewarnt, dass Ihr Vater Eclipse-Söldner losgeschickt hat, um hier aufzuräumen. Er hat angedeutet, dass die Söldner nach Ihnen persönlich Ausschau halten würden. Deswegen hat er vorgeschlagen, Orianas Familie selbst zum Terminal zu bringen. Tja, wer hätte das ahnen können, dass da was dazwischen kommt? Puh.
Hust. Übrigens, wer ist Niket? Sie haben Niket bisher gar nicht erwähnt. Er ist ein Freund. Wir kennen uns schon sehr lange. Kommt noch jemand Ihrer anderen Kontakte auf Ilium mit, Miss Lawson? Nein. Ich traue bei dieser Sache nur Ihnen und Niket. Welche Informationen haben Sie über die Söldner? Sie sind von Eclipse, das wurde bestätigt. Und Sie arbeiten für eine Organisation, vor der uns Miss Lawson gewarnt hat. Ich könnte die Behörden verständigen, aber bisher haben Sie nichts Illegales gemacht. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Wir kümmern uns selbst darum. Okay. Es ist Ihre Schwester, Miranda. Wie wollen Sie verfahren? Lanteia, wir befolgen Nikets Vorschlag. Shepard und ich nehmen den Wagen und ziehen Ihre Aufmerksamkeit auf uns. Ja, klar. Niket soll die Familie zum Shuttle eskortieren. Geben Sie ihm vollen Zugriff auf den Reiseplan der Familie. Nur zur Sicherheit. Verstanden, Miss Lawson. Der Plan lautet also, dass Eclipse uns abschießt, während Ihre Schwester in Sicherheit gebracht wird? Geil! Eclipse hat bestimmt Befehl, meine Schwester lebend beizubringen. Sie werden nichts riskieren, das uns töten könnte. Eclipse wird wohl kaum alle seine Leute schicken, nur um sie aufzuhalten. Wollen Sie Niket nicht Verstärkung mitgeben? Niket kann auf sich selbst aufpassen. Außerdem würde bewaffnete Verstärkung nur die Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Ja, dann. Für Selbstmordmission wurde Shepard doch geboren, also los. Bereit, wenn Sie es sind, Miranda. Danke, Shepard. Ich weiß das zu schätzen. Ich hatte nicht mit Eclipse gerechnet, aber die noch weniger mit Ihnen.